Berlin ist für mich einfach auch das Epizentrum schräger und innovativer Gastroideen. Und dann ist die Regel, Kreative ziehen Kreative an. Es gibt hier in dieser Stadt Konzepte, Orte, die es so auf der ganzen Welt gar nicht geben kann. Berlin hat einfach einen riesen Vorteil, nach wie vor, es gibt Platz. Es gibt Platz für Ideen und dann kann man eben so wahnsinnig tolle Sachen aus dem Boden stampfen, wie einfach mal 50 Container aufeinander zu stapeln und ein Restaurant draus zu kreieren. Als nächstes kann ich in die Salatbar gehen, wo für mich geerntet wird und es wächst direkt im Laden. Dann gibt es einen ganz modernistischen Trend, die Digitalisierung des Essens. Bestellen per App, Essen aus der Futterluke. Eigentlich braucht man keinen Service mehr. Dann haben wir schon lange den Hype, dass die Berliner gerne frühstücken, und zwar rund um die Uhr. Es geht einem nie die Idee aus, wo man jetzt hingehen könnte. Ich glaube, das kann man nicht in vielen Städten. Es ist ein Lebensgefühl, was sich einfach hier durchsetzt und lohnt.